Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner Miniserie Easy Peasy Daily Quests. Ich zeige euch in ein paar Videos, wie ihr jeden Tag eure Dailies machen könnt, ohne großen Zeitaufwand. Viel Spaß! In diesem Video Panoramen. Und zwar haben wir hier hinten einmal Askalon. Dann haben wir daneben die Zittergipfel. Dann haben wir Krüter. Dann haben wir Maguma. Hier Maguma Einöde. Und hier hinten den Maguma Dschungel. Und natürlich auch von Orr. Bevor ich das vergesse, wenn ihr solche Knotenpunkte habt fürs Bergbau, für Ernten und so, das könnt ihr auch in eurer jeweiligen Heimatinstanz machen. Aber nur in dem Gebiet, was zurzeit dran ist. Wenn ihr also Sammlerin von Maguma habt, dann ist es in Ratasum. Von Krüter ist es in Götterfels. Zittergipfel, das ist dann in Höllbrack. Und Askalon, das ist dann in der Schwarzen Zitadelle. Das funktioniert auch, das ist total cool, weil dadurch könnt ihr euch dann noch mehr Zeit sparen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass das jeder hat. Also deswegen erwähne ich das jetzt einfach mal bloß so nebenbei. So, wir fangen natürlich mit Askalon an. Hier. Und zwar gleich bei der Schwarzen Zitadelle. Die Wegmarke Ehrenmal. Und da müssen wir jetzt bloß hier runterlaufen. Über die Brüstung. Und hier unten ist es schon. So, dann kommen wir zu den Zittergipfeln. Im Wandererhügel. Die Wegmarke Osenfohlschneide. Und da laufen wir hier hoch. Und dann sind wir da. Dann sind wir schon in Krüter. Im Königental. Die Wegmarke Tal. So, und dann laufen wir einfach nur hier hoch. Lauft hier am Rand lang, dann pullt der auch nix. Ja, so viel dazu. Das ist der Vorführeffekt. So, und dann sind wir schon da. So, in Maguma. Da gehen wir nach Ratasum. Und zwar die Wegmarke hier Lehrling. Das ist auf der letzten Ebene. Und dann gehen wir bloß hier hinter ums Eck und springen hier hoch. Und dann kann man es schon anschauen. So, in Orr. Da könnte man jetzt wahlweise auch nach Malkor Sprung gehen und zur Wegmarke Packer. Aber ich gehe eigentlich ganz gerne in die Fluchküste und zu der Wegmarke Ankerplatz. Und schon ist man da. So, dann kommen wir auch schon zur Maguma Einöde, in die Silberbüste und die Wegmarke Lager der Standhaftigkeit. So, und dann springen wir einfach nur hier hoch. Zack, zack, zack. Und schon sind wir da. So, dann haben wir noch den Maguma Dschungel in der grasgrünen Schwelle. Ja. Bei der Wegmarke Paktlager. Da fliegt man hier lang. Und schon ist man da. Und im nächsten Video Sprungrätsel, Aktivitäten, mystische Schmiede und Mini-Verliese.